Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wechselstrom ist unser Thema. Serienschaltung von R und L. Serienschaltung von R und C. Serienschaltung von R, L und C. Das waren die Serienschaltungen. Parallelschaltung von R und L. Parallelschaltung von R und C. Was fehlt? Parallelschaltung von R, L und C. Der sogenannte Parallelschwingkreis. Ich habe den hier wieder aufgezeichnet. Beim Serienschwingkreis haben wir gesagt, es gibt Resonanzerscheinungen. Auch hier gibt es Resonanzerscheinungen. Und diese Resonanz ist wieder so definiert, dass sich die Blindwiderstände von L und C aufheben. Ja, das also gleich sind eigentlich. Das ist XL ist gleich XC. Ja, das gilt bei einer Frequenz F0 und die heißt wieder Resonanzfrequenz. Soweit so gut. Was ist das XL? Das ist wieder das Omega 0 mal L. Ist gleich 1 durch Omega 0 mal C. Das sind die 2. Mit Omega 0 ist gleich 2 mal Pi mal F0 der Resonanzfrequenz. Resonanzkreisfrequenz haben wir da. Und man braucht Omega 0 Quadrat L ist gleich 1 durch C. Daraus folgt, Omega 0 Quadrat ist gleich 1 durch LC. Daraus folgt, Omega 0 ist gleich 1 dividiert durch die Wurzel aus LC. Hat sich nichts geändert. Hat sich nichts geändert, ja. Das heißt, wenn ich das F0 bestimme, F0 ist gleich 1 dividiert durch die Wurzel aus 2Pi Wurzel aus LC. Ja, und dann muss ich durch 2Pi dividieren. Gut, das ist also die Resonanzfrequenz. Was haben wir hier für Auswirkungen? Nun, hier haben wir einen Strom, der 90 Grad nach der Spannung ist. Hier haben wir einen Strom, der 90 Grad vor der Spannung der ist. Ja, die Spannung ist die gleiche. Das heißt, in dem Fall, wo das XL und das XC gleich sind, heben sich diese beiden Ströme auf. Okay? Beide Blindleistungsströme, der IL und der IC, kompensieren sich genau gegengleich. Ja, der eine sagt in die Richtung, der andere sagt in die Richtung. Vielleicht kann ich das nochmal kurz herzeigen im Phasendiagramm. Also da haben wir das U, ja. Da haben wir das IR in die gleiche Richtung wie das U. Dann 90 Grad voreilend, ja, und 90 Grad nacheilend. Das eine ist das IL und das andere ist das IC. Ja. Und wenn sich diese beiden genau gegenseitig aufheben, dann habe ich nur mehr das IR von außen sichtbar. Dann ist I gleich dem IR. Ja. Das heißt, was sind jetzt also die Auswirkungen? Die Blindströme IL und IC heben sich gegenseitig auf. Ist nämlich dann egal, wie groß die werden. Gell? Es kann sein, dass die große Werte annehmen. Von außen merke ich es gar nicht. Trink jetzt voll zu, von außen merke ich es gar nicht. Ja? Und der Strom I, ja, überlegen wir uns dann, ja, der I wird wieder durch R begrenzt. Oder das haben wir festgelegt. Und hat der dieses Mal bei F0, Omega 0, ein Minimum. Nun, wenn sich das und das gegenseitig aufheben, bleibt nur der IR über. Und sobald eins von den beiden größer ist, bin ich länger mit dem Pfeil. Ja, sobald ich da praktisch mit meinem I irgendwo in eine Richtung sage, muss der länger sein. Das heißt, der I wird hat bei F0 sein Minimum. Okay? Also der I hat sein Minimum dort.
ja, bei der Resonanzfrequenz. Serienschaltung haben wir gehabt, ist das I maximal geworden. Hier wird das I minimal. Also Parallelschaltung von RL und C gibt es auch den Effekt der Resonanz. Jetzt haben wir schon gesehen, das mit der Blindleistung. Ja, das ist eigentlich, ich meine der Rinderstrom. Ich brauche Kabelquerschnitt, aber dieser Kabelquerschnitt, der ist eigentlich nur dazu da, dass ich Leistung hintransportiere und kurz darauf wieder wegnehme und von dieser Leistung habe ich nichts. Die muss ich nur transportieren, hin und her, aber ich habe nichts von der Leistung. Das will ich, das kann ich doch nicht wollen. Ja? Und in der Tat ist es so, dass Blindleistung eigentlich das Kabel belastet, aber es bringt halt nichts. Ja? Das ist keine Wirkleistung, das ist Blindleistung. Nun, was wir dagegen machen können, hören wir im nächsten Video. Da sprechen wir über Blindleistungskompensation. Ja? Da geht es nämlich darum, dass man diesen Winkel hier wegbringt. Ja? Diesen Winkel zwischen Strom und Spannung. Wie das funktioniert, werden wir uns das nächste Mal überlegen. Ja? Für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.